Das Thema Wolf fasziniert mich deswegen, weil wir auch aus der Gesellschaftssymbolik, sage ich jetzt mal, sehr viel daraus lernen können, weil eigentlich Vorurteile im Endeffekt sehr stark und sehr schnell greifen, ohne zu überlegen, was das eigentlich bedeutet. Grundgedanke ist eigentlich der, dass wir in der heutigen Gesellschaft eigentlich das Thema Wolf zu stark emotionalisieren. Ja. Wir haben im Prinzip Angst vor einem Tier, bevor es eigentlich wirklich bei uns auftritt. Wir sind in Österreich eine Zone, eine wolffreie Zone, umgeben von wolfbevölkerten Ländern, ob das die Bundesrepublik, die Schweiz oder Tschechien oder auch Italien und Slowenien ist. In Österreich gibt es derzeit nur Durchzügler. Im vorigen Jahr, also 2015, sind maximal vier bestätigte Wölfe durch Österreich durchgezogen, die ein Weibchen gesucht haben. Aber im Endeffekt, wir haben keine Population, die mehr oder minder in Österreich hier Fuß gefasst hat. Wir sind in Steins bemüht, eine möglichst hohe Qualität an Ausstellungen zu leisten. Und das ist natürlich mit einem hohen Einsatz aller Mitarbeiter natürlich verbunden. Aber auf der anderen Seite zeigt sich das auch in der internationalen Vernetztheit, die wir in der Zwischenzeit Gott sei Dank erreicht haben, dass sehr viele internationale Institutionen wie auch nationale Institutionen mit uns kooperieren und wir auch deswegen diese Qualität in dieser Ausstellung zeigen können. Qualitative Highlights sind zum Beispiel Objekte, Gemälde von Breslan Roth zum Beispiel. Wir haben vom deutschen Verwandlungskünstler Tim Ulrichs hier zwei Objekte, Wolfs im Schafpelz bzw. Schaf im Wolfspelz, was natürlich ein besonderes Highlight ist. Und dass man das uns als Regionalmuseum eigentlich relativ einfach zur Verfügung gestellt hat, zeigt auch von unserem Ruf in der Bundesrepublik her. Es sind sämtliche Arbeiten, die restauratorisch oder konservatorisch gemacht werden mussten, innerhalb unserer Abteilung im Schloss Steins durchgeführt worden.